es ist endlich mal wieder soweit. Ein neuer Boyfriend. Bing! Die liebe Dagi wird mir jetzt 10 Fragen, die ihr mir gestellt habt, stellen und ich werde sie wahrheitsgemäß beantworten. Es geht um unsere Beziehung. Ja. Wie es in einem Boyfriend-Text so üblich ist. Erste Frage, wie habt ihr euch gegenseitig in eurem Handy eingespeichert? Soll ich ehrlich sein? Ja. Dagi. Ja, ich habe auch nur Timo. Aber ich hatte dich mal mein Leben genannt eine Zeit lang, doch dann hatten wir Streit und ihr kennt das doch bestimmt, wenn ihr Streit mit eurem Partner habt, dann seid ihr, ne, du heißt nicht mehr Schatz, du heißt jetzt Penner. Und dann habe ich sie einfach nur noch Dagi genannt, nachdem wir da Streit hatten. Und seitdem habe ich gesagt, scheiß drauf, jetzt heißt sie einfach Dagi, da kann nichts passieren. Wenn Streit ist, heißt sie immer noch Dagi. Ich habe dich früher Baby genannt. Ich hatte wohl gerade was im Mund. Lecker. So. Zweite Frage. Was würdest du tun, wenn sich Kev oder Tison in Dagi verlieben würde? Ich glaube, die Frage hatten wir schon mal irgendwo. Aber ich glaube, ich würde einfach beide auslachen. Das habe ich, glaube ich, da auch gesagt, weil... du eh nie was mit einem Kai anfangen würdest. Wenn doch? Ja, nee. Ja, und was, wenn doch? Also angenommen, du würdest wirklich was mit einem Kai machen. Hm? Dann würde ich sagen, ihr beide, ihr könnt mir mal so was von am Arsch lecken. Ihr wart so gute Freunde von mir, ja, und jetzt macht ihr so. Ja, aber wie soll ich da reagieren? Ich wäre natürlich enttäuscht, würde die fragen, was die Scheiße soll. Aber letztendlich könnte ich es ja nicht ändern, weil wenn sich zwei lieben, dann lieben sich zwei Menschen. Und dann habe ich halt den Kürzeren gezogen. Stell mal vor, ist einfach komisch. Ja, aber ich glaube nicht, nein, dass sowas bei uns jemals passieren würde. Nein. Okay, dritte Frage. Wann warst du mal richtig eifersüchtig und was war der Grund dafür? Also ich weiß noch, anfangs unserer Beziehung, ich weiß nicht, da waren wir 4 oder 5 Monate zusammen, da hat jemand mit so einem Typen geschrieben, mit dem sie mal zusammen war. Und dann habe ich irgendwie so asozial wie ich bin, habe ich mal ihren iPod früher genommen und habe einfach die Nachrichten... Das war mein Handy. Genau, dein Handy. Genommen und dann stand da so irgendwie, ja, Schatzi, Patzi und so. Die haben so Schatzi und so einen Scheiß geschrieben. Und dann bin ich richtig ausgerastet und habe gesagt, du kannst mich mal am Arsch lecken und sowas und alles. Und dann hast du den aber irgendwann gelöscht oder so. Aber dann im Endeffekt war es mir auch wieder scheißegal. Aber ich fand es halt nur kacke, dass du den so süße Baby... Wie hast du den genannt? Keine Ahnung, Mann. Das war ja nicht irgendwie so eine emotionale Beziehung. Das war einfach eine Freundschaft. Ja, ich war aber zusammen, du warst schon 13 war. Ja, aber guck mal, du warst schon mal mit dir zusammen, bist mit mir zusammen und dann nennst du den da Schatzi Patzi Hasenpupsi Baby. Oh, Gottes Willen, niemals. Da war ich eifersüchtig und ich weiß, ich war mal bei so einer richtig behinderten Sache eifersüchtig. Und zwar war das folgendes. Sie hatte Sportunterricht. Und irgendwie war da so ein Typ aus ihrer Klasse, der hatte irgendwie eine kurze Hose an, dann hat sie irgendwie, die hat immer die Angewohnheit, dass sie dann die Beine so kräuselt und rauszieht. Ja. Und das hat sie bei dem gemacht und da war ich eifersüchtig, und das war noch zu meiner eifersüchtigen Zeit, meinte, was packst du die Beine von dem an, bist du geil auf seine Beine? Stimmt, das habe ich mal vergessen. Das war echt peinlich, ey. Ja, aber ich war richtig sauer. Ja, ich wusste nicht mal, wie ich damit umgehen sollte, weil das eigentlich voll die behinderte Kacke ist. Und du, was würdest du denn tun, wenn ich eine andere Mädchen an die Beine gehen würde? Ja, echt, was würdest du dann tun? Oh Gott, ey, dann gruselt der mal die Haare, dann lach ich auch. Dann lach ich dir auch. Kennt ihr das, wenn man so die Beine so, wenn man in den Beinen so macht, dass das zu so ein Ball wird und dann einfach rausreißt? Wenn man so rubbelt. Dann verfüllst das so und dann zieht man das raus. Das macht so Spaß, müsst ihr mal ausprobieren. Vierte Frage, wie würdest du reagieren, wenn Dagi dir erzählt, dass die schwanger ist? Ja, wie würde ich reagieren? In erster Linie wäre ich, glaube ich, geschockt, aber ich wäre jetzt nicht abgefuckt. Also ich glaube, guck mal, wir sind jetzt schon fast 3 Jahre zusammen, 2,5 Jahre sind wir jetzt zusammen. Und wenn sie dann schwanger wird, dann wird sie halt schwanger. Haben wir ein Kind? Nee, aber wir gucken ja das schon, dass wir keine Kinder kriegen. Also, wenn, dann will man ja gezielt ein Kind kriegen, oder? Ja. Deshalb immer schön verhüten. Immer schön verhüten, immer schön hier Pillen reinwerfen, Kondom drüberziehen, wenn es geht, 5-fach mit Latex überzogen und hinten dran nähen an der Eichel. Ja. Stell mal vor, du ziehst ein Kondom an und dann hinten machst du es mit Nähkern. Ja, weiß es doch. Nee, wie würde. Ja, ich würde sagen. Scheiße, gelaufen. Ich so, nein, ich bin weg. So, Timo, ich bin schwanger. Und zieht man nur noch so, fliegt man nur noch so in Luft. Ah. Nee, ich würde damit schon... Würdest du nicht hinter mir stehen? Ja, klar würde ich hinter dir stehen. Ja. Dann ist es halt so. Kann man dann halt nicht mehr ändern. Die fünfte Frage. Hat sich das Verhalten zueinander geändert? Also zum Beispiel, wie es am Anfang war, Anfang der Beziehung war und wie es jetzt ist. Ja. Wie?
Also ein bisschen, also es ist nicht mehr so wie, also dieses Verliebtsein und so, das ist ja, also irgendwie ist jetzt alles ernster ein bisschen, ne? Also es hat sich so geändert, dass halt wir, in welchem Sinne hat sich das geändert? Ja, ob du immer noch so, oh. Nee. Da sind wir schon drüber hinweg. Nee, ja, man ist halt eingespielt jetzt, man kennt sich in- und auswendig und so was, also es hat sich halt geändert, dass man sich halt wirklich jetzt aufeinander verlassen kann oder dass es ist einfach alles fester geworden. Also anfangs ist es ja immer so, ja, ist man halt mit dem zusammen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Seit Spaß haben. Ja. Ja, aber jetzt sind es ja schon 2,5 Jahre, also da ändert sich ja alles, also irgendwie ist man jetzt ein eingespieltes Team. Man ist erwachsener irgendwie. Erwachsener, ja, man denkt in die Zukunft, man verbindet seine Arbeit zusammen und so ein Scheiß und so, also ich meine, wir machen ja auch das Gleiche sozusagen und ja, in dem Sinne hat sich das geändert, dass wir nicht nur Partner sind, sondern auch sozusagen Geschäftspartner. Ja. Wir arbeiten auch zusammen. Ja. Hä? Streiten wir uns oft und wenn ja, weswegen? Nee, in letzter Zeit nicht mehr so oft, ist mir aufgefallen, aber wenn wir uns dann streiten, dann halt, weiß ich nicht, wegen was streiten wir uns? Wegen irgendwelchen, du kümmerst dich gar nicht darum und so bla 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 und wenn der eine für den anderen keine Zeit hat oder so, also so normale Sachen halt. Wenn man halt irgendwie abgefuckt ist, dass der eine nicht aufgeräumt hat, wenn man abgefuckt ist, dass der eine nicht seinen Pflichten nachgeht oder sich nicht meldet oder bla 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 und all so ein Scheiß, halt so alltägliche Dinge, aber die halten auch nicht mehr lange an, ne? Also, ich weiß nicht, wir ja nicht mal nachtragen. Ich weiß nicht, wann wir uns das letzte Mal richtig gestritten haben. Also, dass es richtig lang ging. Hm. Schon länger nicht mehr. Hm. Auch schon echt locker 2 Monate, 3 Monate her, ne? Ja. Ja. Oh, ungefähr so. Was nervt dich so richtig an mir? Jetzt pack mal aus! Oh, also, ich habe jetzt im Laufe der Zeit noch ein paar mehr Dinge gefunden, nämlich an den Nerven. Erstens, dass du immer so lange brauchst für Sachen. Boah, Timo! Ich Mann! Nee, du brauchst immer mega lang für Sachen und dass du manchmal Sachen nicht direkt peilst. Oh, was? Das habe ich aber schon 100 Mal gesagt. Das habe ich ja schon in einem anderen Video gesagt, dass mich einfach nervt, dass du manchmal Sachen nicht peilst. Wann peile ich denn was nicht? Weil du einfach eine Blondine bist und dumm bist. Nein, Spaß. Aber du peilst manchmal ein paar Sachen nicht und was denn? Sag mir mal. Ja, alles möglich. Ich will dir irgendwas erklären. Und dann, was? Das stimmt doch gar nicht. Doch. Das stimmt gar nicht. Und dass du halt immer so lange für irgendwas. Ich brauch nicht lange, ich und weiß. Und was mir auch auf den Sack geht, wenn wir im Bett liegen und ich mich nur ein kurzes Schritt bewege, so wie als hätte ich dir gerade in die Fresse gehauen, rastet die aber immer, selber. Ja, ich stehe morgens auf, bewege mich nur zur Seite, Boah, gar nicht. Junge, ich zieh mich auf den Sack. Ja, so scheiße. Aber ich sag schon gar nichts mehr darüber. Also wenn ich schon merke, die macht das wieder, ich ignoriere das einfach. Ich sag immer, ja komm, bitte immer wieder das Gleiche. Hä, das stimmt gar nicht. Doch. Nein, gar nicht. Boah, was müsste passieren, dass wir uns trennen? Boah, du bist so ein Arschloch, ne? Das stimmt gar nicht. Was müsste passieren, damit wir uns trennen? Ich weiß nicht. Fremdgehen. Ja, aber das würde ich dir auch verzeihen, glaube ich. Also wenn du es nur einmal machst. Ich weiß nicht, nach 2,5 Jahren oder nach 3 Jahren kann es ja sein, ich meine, du bist ja auch noch jung, du bist ja 19. Kann es auch sein, dass du irgendwie denkst, ja, ich habe auch mal Bock auf einen anderen und ich will, das kann es jetzt nicht in meinem Leben gewesen sein, weißt du? Und wenn du dann fremd bist, dann kann ich das... Natürlich wäre ich abgefuckt, aber ich wüsste ganz genau, also wenn du mich dann noch liebst, könnte ich dir das auch verzeihen. Oder nicht? Ist ja nett. Ja, aber ist doch wirklich so. Weißt du denn jetzt ganz genau, ob du mich für immer willst? Du weißt doch gar nicht, wenn du 21 oder 22 bist, ob du irgendwie geil auf einen... Oder irgendwie nochmal was anderes erleben willst. Weil ja, nicht. Siehst du, deswegen, also... Viele sehen immer Fremdgehen als so schlimm. Das ist auch schlimm, klar, es ist ein Vertrauensbruch, aber... Manchmal muss man sich fragen, warum geht der Partner fremd? Oder was sind die Gründe? Oder ist er fremdgegangen, weil er was testen wollte? Oder ist er fremdgegangen, weil er dich wirklich nicht mehr will? Es gibt ja verschiedene Arten von Fremdgehen. Hm. Deswegen, also ich glaube, ein oder zweimal könnte ich... Kommt immer drauf an, also wenn du fremdgehst, weil du dich in einen anderen verliebt hast, dann ist Schluss, klar. Aber wenn du fremdgehst, weil du denkst, boah, nee, das war's noch nicht in meinem Leben oder so, dann würde ich denken, ja komm, versuch es mal, wenn du weißt, dass es bla bla bla, aber natürlich, da wäre irgendwas kaputt in der Beziehung, aber ich würde sowas schon noch verkraften können.
Aber ich glaube, so ein richtiger Fremdgehgrund wäre, wenn du fremd gehst, weil du einen anderen Typen liebst. Das. Aber auch wenn ich nur einen lieben würde und ich auch noch nicht fremd gegangen wäre. Ja, also wenn du mir sagen würdest, aber dann würdest du doch von dir selber Schluss machen, oder nicht? Ja, klar. Also ja, das wäre auf jeden Fall. Oder was wäre noch? Lass mir überlegen. Wenn ich merke, dass du irgendwie mit mir spielst oder sowas, oder dass du irgendwie versuchst, mich zu verarschen, dann würde ich auch fremd gehen. Dann würde ich auch Schluss machen. So. Aber nach 2,5 Jahren? Ja, nach 2,5 Jahren miteinander spielen, also. Man weiß ja nicht, in welcher Hinsicht deine Meinung zu mir noch ändern wird. So, jetzt kommt aber eine Frage, die hast du eigentlich gerade schon so gut wie beantwortet. Ist Dagi schlau oder verhält sie sich wie eine richtige Blondine? Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass Dagi dumm ist. Nee, die weiß schon, was zu machen. Man muss ja halt auch oft helfen bei Sachen, von denen sie noch keinen Plan hat. Die ist manchmal ein bisschen naiv und zu gutgläubig und die traut sich viele Sachen nicht. Also, wenn es um irgendwas auszuverhandeln geht oder so, dann gibt es immer. Also, die muss mal mehr Eier zeigen, aber das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Du musst einfach, also, aber die ist ja noch jung, das liegt ja auch daran, dass sie noch jung ist. Man wird ja älter, man reift und man weiß irgendwann, wie man sich zu geben hat. Aber ja, sie ist eine typische Blondine, manchmal ist sie ein bisschen dusselig, aber die ist nicht dumm, auf gar keinen Fall. Also die peilt schon, um was es im Leben geht. Letzte Frage. Letzte Frage! Wenn du dich entscheiden würdest zwischen mir und YouTube, wen würdest du nehmen? Hey, was ist das denn für eine Frage? Ja, würdest du YouTube weitermachen? Das kann man gar nicht beantworten. Also von dem einen Ding. Nee, das kann ich mir nicht beantworten. Klar. Würdest du für mich YouTube aufhören? Nö. Nicht? Nee, würdest du für mich YouTube aufhören? Was ist das denn? Also wenn du mich vor die Wahl stellen würdest, YouTube oder ich, dann würde ich sagen, Vogel, ich kann doch nicht mein Hobby, mein Leben, kann ich doch nicht so wegwerfen, nur weil du das nicht willst. Ja, nee, nicht weil ich es also will, meine wenn es um Leben und Tod geht und wenn einer sagt, entweder ich lösche meinen YouTube-Kanal oder ich töte meinen Freund. Ja, aber YouTube kann nicht sterben. Ja, aber sagen wir mal so, der sagt, ich lösche den YouTube-Kanal und du kannst auch wirklich gar nicht mehr drankommen oder ich töte deine Freundin. Und dann töte lieber meine Freundin. Was? Nein, Alter, sowas beantworte ich nicht. YouTube ist mein Leben. Also dieses ganze Video-Gedöns und so. Soll ich, was habe ich denn dann noch in meinem Leben? Außer mich? Ja, und dann hänge ich hier. So einfach so. Dann könntest du ja noch Videos machen für dich selber. Ja, genau. Nee, Dagi. Das ist scheiße, oder was? So eine Frage. Wer hat das denn gestellt? So was stellt man nicht. Wisst ihr, was ich machen würde? Ich würde YouTube und Dagi zusammen fusionieren und dann bist du so ein YouTube-Dagi. Steht auf deiner Stirn so YouTube, du bist weiß-rot und siehst aus wie so ein YouTube-Mensch. Okay. So Leute, das war's mit meinem Boyfriend-Tag. Ich danke euch für die ganzen schönen, tollen, mega geilen Fragen. Außer die letzte, die fand ich ein bisschen doof. Und wenn ihr jetzt das Video von Dagi sehen wollt, den Girlfriend-Tag, dann klickt ihr bitte auf den Kopf von Dagi. Ich habe den Link aber auch nochmal in die Infobox geballert. Plus mein letztes Video, das ist das Snippet-Video. Das habe ich auch nochmal in die Infobox geballert. Guckt euch die beiden Videos an. Guckt euch Dagis Girlfriend-Tag an. Und ich sag mal, wir sehen uns im nächsten Video. Ach, da kann ich was verraten. Am Dienstag kommt ein Video mit einem Typen, den ihr alle kennt. Am Dienstag werde ich nämlich ein Video mit einem Typen raushauen, der mit S anfängt. Tschö!